Moin, moin und willkommen zurück. So, wie ihr sehen könnt, sind wir in einem Schrein. Das ist einfach ein Grund, denn ich bin aus dem Dorf des Horas rausgegangen und der erste Schrein, dem entgegenkommt, bin ich reingegangen. Musstet ihr jetzt nicht unbedingt sehen, wie ich da längs laufe, das fand ich mir schon albern. So, jetzt nur gucken, was ist denn das für ein Schrein? 5 Elemente, da muss man Feuer gegenschießen, damit runterkommen. Kann man zumindest. Hier haben wir Feuer irgendwo. Da oben haben wir Feuer, okay. Da oben haben wir Feuer. Das heißt, wir müssen. Pfeile. Okay, wir können einmal. So, jetzt müsste das nochmal. Okay, es geht auch. Gut. Da bleibt noch so ein Blitzpfeil. Ach, warte mal. Jetzt? Nochmal da hoch. Das kann mal von der Seite aber. So, macht er da die Flamme auch an? Auch an. Frage, was das bringt. Irgendwas wird es ja bringen. Wo soll das Wasserding denn hin? Ja, das bringt nichts. Das Wasser nach unten? Der Pfeil geht nach oben? Heißt, dann wird es. Der geht nach. Nach oben. Dann nach oben. Wo soll denn noch eine Flamme hin? 5 Flammen, jetzt haben wir 3 Flammen. Sind da auf der Rückseite noch ein? Okay. Okay, dann müssen wir die anzünden. Drehen wir das ganze Ding. Da. Okay, das war's. War jetzt nicht allzu schwer. Hätte ich natürlich jetzt. Beide könnte ich natürlich die Truhen holen, weil ich sie so nicht habe. Kann sie auch nicht holen. So. Ja. Gut. Also Schrein, jetzt müssen wir noch. Jetzt muss ich noch mal kurz einen Turm finden. Wenn wir dieses Land hier auf der Karte sehen können. Wird aber schon klappen. Nein. Hoffe ich zumindest, dass es klappt. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber. 99,76%. So ist, wie ich mir vorstelle. So, komm, nächster Tipp. Jetzt hier. Einfach kurz hinbieben. Jetzt mal darüber. Daraus konnte ich den Schrein, den Turm auf jeden Fall mal sehen. Und von daraus geht es dann auch weiter. Es gibt Tiere. Wie zum Beispiel der Regenwurm. Der Wasserbüffel. Die Wasserratte. Wer kennt sie nicht? Wassertiere. Cool. Ui, Schrein. Wer schon? Gar nichts. Da unten geht es zu einem und da irgendwo. Und da ist der Turm. Da müssen wir hoch. Kommen wir vorher nicht richtig hochkommen, weil es geregnet hat. Das können wir jetzt aber schaffen. Regnet ja nicht mehr. Und zum anderen. So, lass dir auch ein bisschen. Und wir haben ja genug.
weil ich hochkomme, hoffe ich. Ja, nachher noch ein Gewand, wo man besser klettern kann. Sehr gut. Hey, wo geht denn her? Gut. Peter, war da drüben? Verdammt, die haben mich gar nicht gesehen da oben. Da war nichts. Da waren keine Blitz. Warte. Warte mal. Wir müssen kurz was essen. Vielleicht tot? Oh, das Schneeding müssen wir auch irgendwie mal killen. Läuft. Und der ist der geilste. Ah. Oh, komm schon. Oh, es gibt's gar nicht. Oh. Mein Gott. Nervig, oder? Oh. Hm. Jetzt regnet es wieder, jetzt kommen wir wieder den Turm nicht rauf, oder? Ist trotzdem. Schon nervig, ne? Dann. Dann kann ich auch. Da hängen wir rauf. Oh, scheiße. Lass doch schon. Ja, lass los da. Ich versuche mal außen hochzukommen. Warum regnet es jetzt auch? Was ist denn das? Darüber flattern von dem Turm hier aus. Das ärgert mich so. Hoch.
Da fliegen. Deswegen dürfen wir ja nicht runterrutschen bei den Rillen hier. Ja. Nervt natürlich ein bisschen, aber... Türme sind so ein bisschen... Über Essence Creed auch schon genervt. Natürlich hier ein bisschen besser eingebettet, aber irgendwie nervt es. Wie man sieht, braucht man die Ausdauer irgendwann auch, weil sonst schafft man es. Obwohl das hier eigentlich wie eine Leiter ist. Eigentlich müsste er die Ausdauer doch jetzt generieren. Wie eine Leiter das hier. Finde ich ein bisschen merkwürdig, dass man eine Leiter, wenn man stehen bleibt, regeneriert er die Ausdauer und hier nicht. Komisch. Ich hätte mal anders können, aber egal. So, die Sonne kommt wieder. Stunden später und ich bin immer noch nicht oben. Doch, ich wäre gerne oben. Ja, Link. So. Muss ich das angucken? Ja, kann man nicht anders. Aber jetzt kriegen wir die Karte befreit. Na gut. Und darum sind so viele Türme. Da ist noch ein Schrein. Oh mein Gott, ich kann. Schreine über Schreine. Die werden wir jetzt erstmal gleich platt machen, die Schreine. Wir werden von hier oben ein paar Schreine kennen können. Badam, badam, badam. So, das haben wir jetzt erobert, das ist schon mal gut. Also irgendwo habe ich einen Schrein gesehen gerade eben. Den Schrein haben wir gerade eben gehabt. So, einer, habe ich dann auf der Karte machen hier. Auch Schreine, aber die finden wir auch wieder. Eine in der Nähe nehmen. Voilà. Ja, nächste Tour. Gut, nehmen wir erstmal den Schrein da hinten. Leiten da mal kurz rüber. Bevor wir uns ins Gefecht mit dem nächsten Land machen. Das so lange dauern kann, aber... Wasser. Verschwimmen kann. Noch nicht. Ich muss gleich mal sehen, wie weit das entfernt ist. Eingeschwommen. Klack. Hätte ich auch. Sollen wir einen Turm auch in der Nähe? Nee, komm, hier nachher. Punkte, wo ich markieren kann, macht aber nichts. Eine Nähe, ja, das ist der da vorne. Der wird sein. Der hat keine Pfeile mehr. Müssen wir mal wieder kaufen. Sehr, sehr wenig Münzen. Wie, ne?
Jetzt auch mal nach und nach. Da wieder so ein Ding, was da rauskommt. Das. Und hier so rein in Dorn. Oh. Ja, da kommen wir nicht einfach rein. Da müssen wir Feuer drauf wirken lassen. Und ich weiß auch noch, wie das geht. Und da müssen wir von der anderen Seite da drüben. Okay. Oh Mist. Reicht? Weg. Mist. Ja. Da. Muss ich auch treffen. Komm her, guck einmal. So. Kann sein, ne? Einmal. Alles, was ich so finden kann, mal rüber schwimmen. So. Frage von. Konnte auch hier irgendwo rübergehen mit Feuer, ne? Ganz rüber. Leute da oben. Nervig. Oh. Ist. Kann das nochmal. Ja, ist natürlich schade.
Okay. Haben wir die Sache. Okay, jetzt müssen wir das Feuer darüber. Jetzt sind sie hier. So, wir können das Ding da rüber schießen, oder? Bin ich sicher. Ja, man könnte, glaube ich, Feuer hier... Entweder nehmen wir dieses Ding und schießen es rüber. Diese Planke. Jawohl. Aus. Und man kann natürlich auch diese Dings rüber. Diese katastrophale Dinge. Oh. Nein. Kurz warten. Warten wir nicht richtig. Mal. So. Besser, bin da endlich. Perfekt. Geht's noch nicht. So. Das folgt der Schika, soll diese Energiespeicher. An eine Schrein. Denk dran, nicht weiter. Die richtige Zeitpunkt. Oh, warte. Quatsch. Geh mit was?
Okay, dann müssen wir natürlich den Laser wieder runter. Nicht jetzt verkehrt. Runter, oder? Jetzt mal. Okay, ich muss dann natürlich sehr schnell wieder darüber schwimmen. Okay, okay, dann weiß ich, wie es geht. Sehr, sehr schnell sein gleich. Perfekt. Aber so, der nächste befreit. Wieder etwas geschafft auf den Marathonweg hin und Kampf gegen Garn. Neues Herz holen. Bringen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal gucken wir, dass wir noch in den nächsten Bereich reinkommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis dann. Tschüss.